Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge 50 Fragen, in dem Fall zu RPGs und Action-Adventures. Und ich glaube, wir kennen so gut wie jedes Spiel auf der Liste. Unsere Kandidaten werden jetzt zu den Spielen ein oder auch manchmal mehrere Fragen bekommen. Es sind, glaube ich, ein oder zwei nur Schätzfragen dabei. Der Rest ist geht zum Buzzern. Wer hat es vorbereitet? Wer hat es vorbereitet? Das ist eine gute Frage, wer hat vorbereitet. Wenn es von den Zuschauerinnen und Zuschauern kam, steht es immer oben. David. Ah ja. Vielen Dank dafür. Dankeschön, David. Und für eine richtige Antwort gibt es natürlich drei Pünktchen und für eine falsche Antwort kriegen die Gegner jeweils einen Punkt. Frage 1 dreht sich um Watch Dogs. Wie heißt das Unternehmen, welches das Central Operating System in Klammern CTOS in Klammer zu weltweit implementieren möchte? Also quasi der Main Enemy. Watch Dogs bei 50 Fragen zu RPGs. Und Action Adventures immer noch. Okay. Interesting. Zwei. Also eine Corporation weiß ich, aber das ist genau nicht die. Sicher? Okay. Ja. Dann schließe ich uns die Frage. In 3, 2, 1, geschlossen. Und was wäre es gewesen? Ja, weiß ich nicht. Also die andere ist DedSec, oder? Ja, DedSec sind die Untergrundleute. Genau, das wäre Bloom gewesen. Bloom Corporation. Ah. Die Bloom Man Group, ich wusste. Frage 2. Böse. Ja, da geht es um böse. Uncharted 4. Fuck. Welches Spiel lässt Elena, Peter? Crash Bandicoot. Das ist korrekt. Oh, das ist der Insider. Welches Spiel lässt Elena Nathan auf ihrer PlayStation einspielen, wäre die Frage gewesen. Frage 3 geht um Monster Hunter World. Oh Gott. Oh. Das habe ich gespielt. Wie wird die Reise der Drachenältesten in die neue Welt genannt? Ja. Nächste Frage. Okay, ich schließe die Frage in 3, 2, 1, geschlossen. Es wäre die Ältestenwanderung gewesen. Na klar. Frage 4, es geht um Assassin's Creed 2. Alter, what the fuck, Alter? Die Frage, welche Gottheit trifft Ezio unter dem Vatikan in Rom nach seinem Kampf gegen den Papst Rodrigo Borgia? Ezio Bibel. Als ob man da gegen Papst kämpft, ist ja das insane die krass. Gott, also ich habe da durchgespielt, aber ich frage mich halt, ob das halt denn. Zwei habe ich auch sehr weit gespielt. Ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern. Aber das ist auch schon echt über 10 Jahre her, oder? Welche dann Gottheit? Christian Stachelhaus ist die richtige Antwort, glaube ich. Mars. Nee. Hätte es sein können. Ja, jetzt komm. Snickers. Ich wusste es, aber nein. Hä, wie dumm war denn das? Okay, das ist wenigstens ein Gott. Ich schließe. Okay, aber Snickers ist doch der mit den kleinen Nüssen, oder nicht? Ja, genau. Hermes oder wer? Das ist der Karamellgott. Ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen und es wäre Minerva gewesen. Hm. Ah! Frage Nummer 5 zu Horizon Zero Dawn. Oh, das spiele ich gerade. Das spielt Peter gerade. Ja. Was ist das Projekt Zero Dawn? Okay, soweit bin ich noch nicht. Scheiße. Das ist ja belastend. Jetzt kriegt Peter noch einen Spoiler reingedrückt. Ja, ist halt echt so. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ja. Das sind die ganzen Roboter. Tiere, das hatte ich mir die auch halt gehört. Quasi entwickelt wurden. Und deswegen mal, haben die halt da das alles kaputt gemacht. Das steht hier nicht ansatzweise so, deswegen nee. Ach, schade. Okay. Hast du das durchgespielt, Jay? Ja. Ah. Aber meinst du, ich kann mich daran noch erinnern? Das ist auch schon lange her. Okay, ansonsten schließe die Frage in 3, 2, 1, geschlossen. Und hier steht ein Plan, um das Leben auf der Erde nach seiner vollständigen Vernichtung durch die Maschinen wiederherzustellen. Das klang nicht so, dass wie das. Okay, das sind also nicht die Maschinen, sondern das, was nach den Maschinen kommt. Ja. God of War, Frage 6. Warum ist die Hautfarbe. God of War steht hier nur. Warum ist die Hautfarbe von Protagonist Peter? Weil das die Asche seiner Family ist, die er selber getötet hat. Das ist richtig. Das war aber God of War eher so schwer. Chains of Olympus, oder? Leck mich am Arsch. Chains of Olympus ist das nicht der PSP-Teil? Oder, also, ja, aber das war doch einer der früheren Teile, wo du dann auch spielst, wie die Family. Ah, das habe ich nie gespielt, aber das wird in den anderen Teilen auf jeden Fall in Zwischensequenzen erklärt. Ja. Ist ja nicht dieser schlechte Ableger. Muss doch nicht Chains of Olympus gewesen sein. Kann doch also auf jeden Fall einer der älteren. Was denn? Ascension gab es noch. Ascension. Stimmt, Ascension war das wahrscheinlich eher. Ja. Zur Frage 7 geht's um Witcher 3.
Oh, okay. Oh. Und wir haben fünf Fragen zu Witcher 3. Oh mein Gott. Hintereinander, okay. Ja? Also fünf Fragen, die jetzt. Es gibt fünf Antworten, die ich suche. Und wenn ihr eine davon wisst, könnt ihr halt drücken, sagt mir eine. Wenn die Antwort richtig ist, kriegt ihr den Punkt. Und dann gebe ich frei und ihr könnt direkt wieder drücken für die anderen vier. Und dann könnt ihr drücken für die anderen drei. Bis ihr halt keinen mehr wisst und nicht mehr drücken wollt, ja? Okay. Aber für jedes Mal drücken gibt's nur einmal richtig oder falsch. Also die Frage ist, wie heißen die fünf Hexerzeichen, Christian? Axi. Und was, ja? Geht's noch weiter mit deiner Antwort? Wir haben ihn nicht ausreden lassen. Ansonsten 3, 2, 1. Das ist leider falsch. Peter. Quinn erzeugt ein Schild. Quinn erzeugt ein Schild. Peter. Ach komm, ey. Art erzeugt eine Schockwelle. Erzeugt eine Druckwelle, steht hier. Was lasse ich zählen? Komm jetzt. Igni, Feuer. Ach, Igni ist Feuer. Scheiße. Verschießen von Feuerstößen. Jay. Irden macht so ein Feld um dich herum quasi, was die Leute oder Geister halt eigentlich angreifbar macht. Das ist so ein lilanes Feld. Macht mehr. Ja, aber das ist zumindest, dass es macht. Dafür brauchst du Irden, um die Geister zu besiegen. Das ist nicht falsch, weil ich sage. Also ich würde sagen, das ist richtig. Steht magische Falle, um Feinde für kurze Zeit bewegungsunfähig zu machen und ihnen Schaden zuzufügen. Genau, damit kannst du alle nämlich festhalten, nicht nur Geister. Das würde mir reichen. Mehr fehlt mir nicht ein. Axi, glaube ich, trotzdem, gibt's trotzdem. Damit kannst du Leute beruhigen, zum Beispiel dein Pferd. Hatten wir nicht Axi gerade schon? Ja, aber das wird ja nicht erklärt. Ich habe nur Feuer gesagt. Das war Feuer. Das ist auch richtig. Und damit sind alle fünf durch. Das war belastend. Alter. Hey, das ging schnell. 8, da geht's um Batman Arkham Asylum. Und wir haben jetzt 3 Sachen. Ja? Gleiches Spiel wie bei The Witcher. Im Leichenhaus zeigt Scarecrow Batman eine Illusion von 3 Leichensäcken auf den Tischen. Was findet Batman in ihnen? Von rechts, ja, Jay? Seine Family. Das ist richtig, ja. Aber drückt mal jetzt kurz nicht. Ja, drücken ist gerade verboten. Das ist richtig. Und das sind eigentlich sogar 2 Antworten in einer. Wie machen wir das denn jetzt? Weil hier steht nämlich extra, vorne links ist sein Vater und vorne rechts seine Mutter. Ja, machst du eine Antwort draußen, machst eine Antwort weniger. Also das ist auf jeden Fall richtig. Ach so, nee, gedrückt wird der noch nicht. Ich dachte, ich kann jetzt den Drücken ist verboten. Fragen. Drücken war gerade verboten, weil ich wollte gerade durchgehen. Also ist das so in Ordnung, dass dafür dann eine Frage richtig geht, weil du beide... Ja. Okay, dann gebe ich wieder frei. In 3, 2, 1, go. RJ. Er sich selber. Also Bruce Wayne. Das ist auch richtig. Ah, okay, das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste auch nicht. Ich habe einfach getippt, dass das ist halt die Batman-Geschichte. Quasi. Also mit seinen Eltern hätte ich auch getippt, aber da er sich selber da findet, das hätte ich nicht getippt. Nee, Scarecrow selbst. Er hat doch gesagt Scarecrow selbst, oder habe ich das falsch gehört? Nee, er hat Bruce Wayne gesagt. Er hat sich selber gesagt. Also damit meint und danach noch Bruce Wayne. Genau, aber es hätte halt Sinn gemacht, weil im Leichenhaus zeigt Scarecrow Batman und wen sieht Batman? Achso, ja, er ist selber. Nee, tut mir leid, das war leider falsch. Da muss ich die 3 Punkte wegmachen. Aber natürlich, habe ich das jetzt gespoilert und deswegen kannst du das nicht noch beantworten. Dann tut mir leid. Frage 9, ja, Bioshock. Okay, aber es muss ja richtig sein. Oh Gott, das habe ich auch nie gespielt. Was haben wir denn in Bioshock? Das ist schwer. Okay, es gibt viele Tränke, die dem Spieler neue Kräfte verleihen. Wie werden diese genannt? Peter. Ich habe einen Tipp. Adam? Ja. Das steht hier nicht. Oh. Was? Das ist belastend. Adam? Ich stehen 3 Schreibweisen. Irgendwas ist da mit Adam in diesem Spiel. Aber ich weiß nicht, ich habe Bioshock 1 ja nicht vernünftig gespielt. Aber nice, dass du auf Adam gekommen bist. Ja, aber das steht hier nicht. Wie werden die nochmal genannt? Mann, die ziehst du an so Getränkeautomaten. Also sowohl Englisch als auch Deutsch ist beides für mich fein. Ansonsten schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen. Ich hätte zählen lassen Tonicum oder Tonica oder Tonics oder Gin Tonics oder Gin Tonica oder jegliche Kombination davon wäre okay gewesen. Ja, Tonics, ja. Frage 10 zu Gothic. Oh. Wir haben 4 mögliche Antwortsachen, also spitz die Bleistifte. Ja. Und zwar, wie heißen die 4 besten...
Peter. Lester. Und? Scheiße, der ist Sumpflager. Nein, ist richtig gewesen. Ah, jetzt hab ich ihn gekriegt. Scheiße, der hat eingegeben einfach. Ach Mann. Ey. Okay, Jay. Also ich darf aber auch jetzt nicht alle restlichen nennen, sondern nur einzeln. Das ist richtig. Einzeln. Okay, dann nehme ich Milton. Das ist richtig. Peter. Gorn. Das ist auch richtig. Jay. Hallo. Diego. Das war auch richtig. Ja, das ist ja... Magst du mal drücken, Christian? Lassen. So generell, was denn? Ob das funktioniert? Ja. Okay, das geht. Ah, wow, danke. Ja, ich wollte nur wissen, weil die warum sich soll das nicht funktionieren? Ja, keine Ahnung, wenn du genauso die ganze Zeit durchgedrückt hast. Wie geht's zu Bayonetta? Aus welchem Material bestehen Bayonettas Kleider? Peter. Haare, ihre eigene nämlich. Das ist richtig. What? Ja. Ja, da bin ich nämlich voll drin im Bayonetta-Lore, Junge. So, wir sind bei Nier Automata. Wir haben zwei Antworten, aber gibt trotzdem nur einmal richtig oder falsch. Ja, also ihr müsst alles beantworten. Also es gibt jetzt eine Frage, wo zwei Sachen... Achso, wir müssen alle beide Sachen sagen, okay. Genau, und nur wenn beide richtig sind, gibt es den Punkt. Ist eins davon falsch, ist einfach falsch. Ja. Okay, die Frage ist nämlich, wie heißen die beiden Zwillinge, welche aus einem Kokon von Maschinen geboren werden? Adam und Eva. Tick und Track, ja. Ich hab, also Moment, Höcksken waren das die Bösewichte? Vielleicht sind das die Bösewichte. Ich habe da auch nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber ich try einfach mal was. Ja. Weil die Hauptfigur heißt 2B, also hat die vielleicht noch eine Schwester, die heißt 1B. Nee, das ist nicht richtig. Ja, schade. Ich bammel gleich auch in deine B. Wie heißen die beiden Zwillinge, welche aus einem Kokon von Maschinen geboren werden? Alter, Tom und Jerry. Ich glaube, das sind die beiden Bösewichte, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ansonsten schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen, Jay hätte drücken sollen, Adam und Eva. No! Das ist so offensichtlich generisch. Oh Mann. Wir haben wieder. Das ist nicht offensichtlich. Wir haben drei Antworten. Ja, wie immer, einmal drücken, gleich eine Antwort. Okay. Zu The Legend of Zelda. Oh, uff. Wie hießen die drei Göttinnen, die einst das Triforce erschufen? Oh Gott. Weiß ich nicht. Jay. Hyrule. Nee. Das ist die Welt, glaube ich. Ja, vielleicht da heißt ja auch dann die Göttin direkt dann dazu. Das kann natürlich sein. Ja. Vielleicht heißt die eine Zelda. Ansonsten schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen, es wären Din, Nieru und Farore gewesen. Never. Keine Chance. Okay. Never. Mass Effect. Okay. Was ist die Röhre? Jay. What? Bitte was? Das ist quasi der Sender, den halt Nihilus am Anfang findet auf Eden Prime. Scheiße. Nihilus. Dann ist das, der Sender zeigt den Weg dahin, das ist das, wo quasi aufgezeichnet ist, was quasi das alte Volk quasi aufgezeichnet hat. Ich weiß nicht mehr, wie das alte Volk heißt, aber das ist quasi das, die Aufzeichnung von den Reapern. Ja, über die Reaper. Nee. Bin ich verwirrt. Die Röhre? Die Citadel? Ne. Jetzt habe ich wirklich alles durch. Ich habe es nur auf Englisch gespielt. Was könnte die Röhre auf Englisch sein? The Tube? Peter. Ja, aber da war nichts mit Tube. Ich weiß auch nichts, was der da von Nihilus und Eden Prime redet. Ja, das war der erste Teil. Direkt am Anfang findest du ja darum geht's Ding. Auch um Mass Effect. Es geht um die Röhre. Das ist Teil 1. Das geht um die Röhre? Was ist denn da die Röhre? Ja, das will ich ja wissen. Bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich will ja wissen. Ich meine, ich habe alle drei Möglichkeiten für mich genannt. Sieht halt ich habe keine Ahnung, was die Röhre ist. Die Röhre. Niemand? Dann 3, 2, 1, geschlossen. Die Röhre ist ein Massenportal der Proteaner, um zeitverlustfrei zu reisen. Das ist die Citadel. Okay, das google ich dann kurz. Ich meine, die Citadel ist doch das Massenportal. Ja, oder bin ich gerade bescheuert? Sind damit die Mass-Effekt-Portale gemeint oder wirklich dieses eine Portal, worüber immer die Reaper kommen? Wo die da alle plötzlich da reinkommen. Ist das nicht eine Stadt? Ja, aber auch. Die Citadel. Also hier steht, die Röhre ist ein von den Proteanern geschaffenes Massenportal im Miniaturformat. Dieses Portal befindet sich fest installiert auf dem Planeten Illos in der Pangea-Weite. Okay, ja, dann habe ich das komplett falsch im Kopf. Das korrespondierende Portal befindet sich im Präsidiumsring der Citadel.
Ja, pass auf, das ist das, wo du am Ende von Mass Effect 1 selber durchgehst und an der Citadel landest, wo dann der große Endkampf ist. Du landest auf dem Proteaner-Planeten oder so und hast da dieses Archiv oder irgendwie sowas und du musst dann durch das Portal und landest auf der Citadel und dieses Portal ist die Röhre. Ja, okay. Okay. Celeste, das Spiel. Oh. Oh Gott. Welches Hauptziel verfolgt der Spieler auf seiner Peter? Als ob. Sie will auf den Berg kommen. Der will die Spitze des Berges erreichen. Dark Souls. Dark Souls. Oh, da habe ich jetzt gar keine Schnitte gegen euch. Ich kenne Celeste nicht mal. Okay. Ja, wir sagen dann auch nichts. Wie heißt der Fürst der Toten? Chris. Nito. Das ist der Grabesfürst Nito. Wahnsinn, meine erste richtige Antwort. Der Pisser ging mir auf den Sack. Wir kommen zu Genshin Impact, Frage 17. Wie heißt der nervige Begleiter des Reisenden? Alter, Mut. Sepp. Ich schließe ansonsten die Frage direkt in 3, 2, 1 geschlossen. Es wäre Paimon gewesen. Na klar, Paimon. Frage 18. Ich habe mal so eine Frage. Achso, nee, vergisset. Ja, kannst du vergisset. Nee, ich wollte gerade die Frage stellen, ob jedes Mal, wenn wir so Sachen aufzählen müssen, ob das als eine der 50 Fragen zählt. Aber da wir bei Frage 18 sind, kann das ja nicht. Das ist richtig. Frage 18. Kingdom Hearts 2. Oh, wie lautet der ursprüngliche Name der Welt Hollow Bastion? Wie lautete der ursprüngliche Name der Welt Hollow Bastion? Alle Augen auf Jonathan. Ansonsten schließe ich auch diese Frage in 3, 2, 1. Schlossen. Es wäre Radiant Garden gewesen. Na. Frage 19. Star Wars Jedi Fallen Order. Auf welchem Planeten findet Cal Kestis seinen neuen Lichtschwertkristall? Alter. Auf welchem Planeten findet Cal Kestis seinen neuen Lichtschwert? Peter. Rot. Nee. Da war aber eisig, meine ich. Scheiße. Ja, guck mal ganz kurz nach. Also, ihr wisst ja, welchen. Auf welchem Planeten? Niemand? Ansonsten schließe ich auch das. In 3. Mir fallen gerade nicht mal die Planeten ein, die halt sein können. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Sith-Planet hieß und wie dieser Sumpf-Planet hieß. Ja, nicht. Ich glaube, okay, der ist nämlich einer der beiden. 2, 1. Vorbei. Es ist ein Eisplanet und zwar Ilum. Ja, das war jetzt eine Eishöhle da, aber keine Ahnung, wie die Planeten heißen. Okay. Frage 20. Remnant from the Ashes. Was ist das denn? Das ist der Dark Souls. Ein Souls-like. Ist das ein Souls-like? Ist das nicht Deutsche, dieses. Ist das nicht das deutsche? Dreier-Koop-Spiel? Aber dann habe ich mich vertan. Ja, vertue sehr ich gut. Mich jetzt gerade. Naja. Frage können wir beantwortet. Auf welche Art und Weise kam die Saat auf die Erde? Einen dicken Christian. Meteoriten. Nee, das ist leider nicht richtig. Das deutsche Dark Souls ist The Surge oder so, meine ich. The Surge? Surge? Ja, stimmt. Auf welche Art und Weise kam die Saat auf die Erde? Planeten. Ich glaube, wir haben Remnant from the Ashes zu dritt gespielt. Ja, das haben wir auch gespielt. Das fand Jay gar nicht geil. Ja, Jay sagt jetzt. Ich weiß es nicht, aber nein, Moment. Jay sagt jetzt, dass es halt per Rakete quasi, also nicht per, also per Raumschiff reinkam. Okay. Reingebracht wurde. Nee. Ansonsten schließe ich die Frage in 3. Das Meteorit ist so Standard. 1. Ja, ist halt aus. Vorbei. Es ist eine andere Standardsache. Und zwar in einem wissenschaftlichen Experiment wurde ein Portal in einer anderen Dimension geöffnet. Ja, okay. Wisst ihr Bescheid? Frage 21. Subnautica. Woran kann es liegen, dass die Orbitalkanone der Alien-Basis nicht vom Spieler abschalten lässt? Ich finde hier, also. Rollenspiele und Action-Adventure, ne? Das ist ein weit dehnbarer Begriff. Ja, das stimmt. Christian. Der Spieler drückt den falschen Knopf. Nee. Moment, was war die Frage? Vielleicht kann man das wirklich herleiten. Woran kann es liegen, dass sich die Orbitalkanone der Alien-Basis nicht vom Spieler abschalten lässt? Der Spieler stirbt vorher. Abschalten? Du hast nicht die richtigen Materialien. Das heißt, das Ding ist die ganze Zeit an? Vielleicht, ich habe Subnautica nicht gespielt, aber ich habe nur noch 3 Sekunden für euch. Also ich habe das in der ganz, ganz frühen Alpha mal gespielt. Ja, da war die Story wahrscheinlich noch nicht fertig. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Ja, ich habe keine Ahnung. 3, 2,
1, vorbei. Wenn der Spieler mit dem Karaha-Bakterium infiziert ist, dann geht das. Ja, nicht. Also, das ist, hätte man sich herleiten können. Also, aber wenn du gesagt hättest, wenn der Spieler mit einer Krankheit infiziert ist, wäre auch okay gewesen. Okay. Oh, achso, Gönner, ja, stimmt, das wäre ja auch. Ja, das ist Gönner-Antwort. Ja. Final Fantasy 7, Frage 22. Was ist Sephiroths großes Ziel? Jay. Seine Mutter wiederbeleben. Nee, das steht da nicht. Ah, das ist aber schwierig. Jenova wiederbeleben. Dann hätte ich. Das hätte ich. Seine Mutter? Ja, doch, das ist seine Mutter. Dann hätte ich zählen lassen, wenn das. Also, wenn das ein Versehen, dann gebe ich einfach wieder frei. Nein, das war. Ich wusste. Ja, okay, ist dann falsch. Ist das falsch. Christian. Er will auch mal Captain sein. Boah. Also, ich sage, ich gebe als Tipp, die Richtung ist die richtige, aber die Antwort ist leider falsch. Ach, hey, was will er denn? Ich fand Jehovas Antwort gut. Der will die Weltherrschaft haben. Ah, das wäre meine nächste gewesen. Ah, die Richtung ist auch die richtige, aber das reicht nicht. Ja, indem er alle auslöscht. Ach so, nee, alles darum Leben. Ging. Darum ging es nicht. Ach so. Scheiße, dann weiß ich es nicht. Ja? Also, die Weltherrschaft, nee, aber der will einfach der mächtigste Mensch des Universums sein. Ja, das reicht, das ist nah genug dran an, er möchte ja, Gott werden. Er möchte Gott werden? Ein Gott werden. Eine zweite richtige Antwort. The Outer Worlds. Oh, Outer Worlds. Wo versteckt sich der Gesetzesflüchtige Peneas Vernum Veles? What the fuck, Moment. Alter, das wüsste ich nicht mal, welcher Spiel ich gespielt hätte. Und ich sag mal so, das kann man wissen. Christian. Der ist doch einfach. Ist der nicht auf diesem Mond? An diesem Raumschiff? In dieser Raumschiffstation an so einem Mond? Das ist doch der komische Opa, oder nicht? Ja, würde ich auch sagen. Aber wo versteckt der sich? Also ich glaube, das ist die Antwort, die du geben musst. Also das ist, ja, also das ist ja, aber der ist auf dem Mond. In dem Raumschiff. Ja. Ja, ne, das ist leider nicht richtig. Ich weiß nicht, wie das hieß. Ich hab den da auch mal besucht, glaube ich. Das war auch Teil der Story. Bevor ich aufgehört habe, weil mir zu langweilig wurde. Also hier steht zumindest was anderes. Ich habe da durchgespielt. Der ist Peter. In einem Asteroiden. Das ist mir nah genug dran. Hier steht erst auf einem Asteroiden. Ja, okay. Okay. Frage 24. Rise of the Tomb Raider. Warum wollte Lara die Quelle zur Unsterblichkeit finden? Ach, scheiße. Ja, Peter. Weil ihr Freund. Schade. Peter, der Christian. Die wollte ihren Papa wiederbeleben. Nee, das ist auch nicht. Was, die Mama? Die wollte unsterblich werden. Nee. Die wollte was viel Simpleres. Ja. Was? Sie wollte jemanden retten. Nee, nicht mal das. Oh, das ist ja das Offensichtlichste. Das wollen die doch immer. Die wollte das klauen und in einem britischen Museum ausstellen. Ah, nee. Ja, Peter. Die wollte nicht, dass das der Böse kriegt. Ah, nee. Oh. Also vielleicht auch, aber die wollte eigentlich was anderes. Okay, hey, was wollte die denn? Ja, das sag ich dir sofort, wenn ich. Simpler als unsterblich wäre. Ja. Die wollte beweisen, dass es das gibt. Oh, Moment. Das ist auch nicht schlecht. Moment, da muss ich kurz nachgucken. Das musst du jetzt nachgucken, ja? Aber, dass die verhindern will, dass der Böse das kriegt, ne? Das guckst du nicht nach. Nee, das muss ich nicht nachgucken. Das war eindeutig, dass der das scheißegal ist. Das steht hier so leider nicht, Christian. Okay. Das tut mir leid. Dann weiß ich auch nicht mehr, was die Lara will. Okay, dann schließe ich die Frage jetzt in 3, 2, 1. Geschlossen. Und die ist ja viel, die hat gar nicht so viel Ansprüche. Ja? Die macht das nur, um den guten Namen ihres verstorbenen Vaters wiederherzustellen. Aha. Oh. Weil der immer behauptet hat, dass es das gibt. Ja, vielleicht. Ich glaube wirklich. Oh. Frage 25 aus Dragon Age Origins. Oh. Wie heißt die klügste, kostbarste und wertvollste Hunderasse in Ferelden? Oh, scheiße. Ja. Oder Ferelden. Ferelden? Wie auch Lassie. Immer. Die ganze Rasse.
Ja, der ist Lassie. Der ist Lassie. Also, so schließe ich die Frage in schnell. Ist ein, in 3, 2, 1. Geschlossen. Es wäre natürlich Schiff, die Mabari gewissen, absolutes Basiswissen, möchte ich. Mabari? Mabari. Ah, Mabari. Ja, Folge 26, Death Stranding. Boah, Alter. Ja, und zwar ist ja, da die Frage: Warum hat das Kind die Fähigkeit, sich mit der Totenwelt zu verbinden? Okay, keine Ahnung, das kommt später. Weil Hideo Kojima sich gesmoked hat. Weil zwischendurch kurz tot war. Weil das Kind zwischendurch kurz tot war? Ja, und dann ist das wiederbelebt worden. Ah, und dann hast du so eine Verbindung zur Schattenwelt. Das würde Sinn ergeben. Auf Würdest du meine Antwort durchgehen lassen, wenn ich drücke, Bram? Das weiß ich ja noch nicht. Weil Hideo Kojima sich einen gesmoked hat. Ach so, das weiß ich aber nicht. Das steht hier leider auch nicht so. Ah ja, okay. Ich möchte wissen, warum das Kind die Fähigkeit, sich mit der Totenwelt zu verbinden. Ja, deswegen. Also schließe ich die Frage in 3. Oh, Christian? Weil einer der Elternteile aus der Totenwelt war. Nee, keiner der Elternteile war aus der Totenwelt. Das ist jetzt irgendein Bullshit. Das ist halt wirklich jetzt so ein Hideo Kojima-Durchzug-Quatsch. Ja, okay, ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Die Frage ist geschlossen und ist generischer Hideo Kojima-Quatsch, weil seine Mutter ist bei der Geburt gestorben. Was hat denn für die Mutter ist gestorben, nicht das Kind. Ja, die Mutter ist gestorben. Deswegen habe ich nochmal gefragt, das Kind ist gestorben. Das ist halt absolut offensichtlich, verstehe gar nicht. Aber das Kind kommt ja aus der Mutti raus und dann stirbt die Mutti. Was hat denn das Kind damit noch zu tun? Ja, das musst du Hideo fragen. Währenddessen war die Nabelschnur noch dran. Red Dead Redemption, Frage 27. Ja. An was erkrankte Arthur Christian? Nein, oh, das habe ich letztens noch gehört. Ich mach's weg. 5, 4... 3, 2, Multiple Sklerose. 1, das ist falsch. Blutfieber. Oh Mann, jetzt muss ich nachgucken, ob dafür auch ein Lateinisch ist. Ja, der Begriff, den die im Spiel benutzen, ist ein anderer. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das heißt. Scheiße. Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin glaube ich noch nicht so weit. Aber ich meine, der hätte irgendwann mal so einen Schuss abbekommen und dabei war er dann. Immer wenn er nicht stirbt, der erkrankt daran, Christian. Ja, das stimmt. Nein! Das ist, das steht hier nicht. Ich gebe mir wieder frei in 3, 2, 1. Ah, wie heißt das denn noch? Da habe ich letztens noch mit Kumpel drüber gesprochen, verdammte Kacke. Tuberkulose. Ja, das ist richtig. Das ist Tuberkulose. Scheiße. So. Ja, Jay. Frage 28. Wir gehen zu Risen. Was war richtig? 1. Tuberkulose. Tuberkulose war richtig. LOL! Als ob ich recht hatte! Deswegen hast du auch die Punkte auch bekommen. Ich hab den Headset abgesetzt und nicht zugehört mehr, was ihr sagt. Ich hab einfach random Tuberkulose reingeraten. Ja. Immerhin hast du vorgedrückt. Ja, okay, also ich hab dafür Punkte bekommen, oder was? Dafür hast du 3 Punkte bekommen. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt Risen. Ah, Risen, okay. Da hatte ich das Headset noch nicht auf. Okay, wie gut kennt ihr euch mit Risen aus? Sehr gut. Nee, ja, ziemlich schlecht. Also ich hab alle Risen-Teile durchgespielt, aber also, ist auch wieder 6 Jahre her. Okay, macht ja nichts. Ich brauche 3 richtige Antworten in einer, richtig oder falsch. Welche 3 Fraktionen gibt es? Keine Ahnung. Alles klar, ich bin raus. Weiß ich nicht mehr. Bei welchem Teil? Bei Risen 1? Ja, bei Risen 1. Risen ist Risen. Risen 2 heißt Risen 2. Ich guck mal, wie lange ich Risen gespielt habe. Ja. Okay, dann schließe ich die Frage. Hab ich gar nicht. Boah, mir fallen 2 ein, ey. Ist das bitter. In 3, 2, 1. Das bitte nicht ein. Geschlossen. Inquisitoren auch durchgespielt. Wahrscheinlich. Ja. Dann irgendwas Banditen, also im Sumpflager wieder. Das ist richtig. Und das andere wusste ich nicht mehr. Magier. Oh mein Gott. Ach, Magier. Okay. Wusste ich, dass das Magier. Ich dachte, Magier gehört zu den Inquisitoren. Scheiße. Das tut weh. Moment, ich guck noch ganz kurz. Ja, Bram möchte, dass du noch ein bisschen leidest, bisschen den Schmerz okay. auslösen. Wir gehen zu Frage 29, Splinter Cell Chaos Theory. Ja. Wer oder was ist Dvorak? Ja. Mir reicht was ganz Simples. Du musst auch nicht erklären, was oder wer er kann. Ja, bitte. Der Bösewicht. Das ist, glaube ich, also das ist was ganz Simples. Ich guck mal ganz kurz. Ich hab das auch durchgespielt, aber ich weiß das gar nicht mehr. Das ist echt blöd. Achso, nee, ist es nicht. Das ist eine Massenvernichtungswaffe. Das ist keine Massenvernichtungswaffe. Da
dann weiß ich. Der Bösewicht heißt Abrahim Zerkezif oder so. Zerkezi. Irgendwie sowas. Genaue Aussprache kannst du dir jetzt aber ausmalen. Wie wird Dvorak geschrieben? DV Christian. Das ist eine Organisation. Das ist keine Organisation. DVOR Christian. Das ist einer der Begleiter von Sam Fisher. Das ist kein Begleiter. DVORAK. 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 Ist da immer ein Punkt zwischen? Nee. Gute Frage. Ich schließe die Frage, Christian. Das ist eine Stadt. Das ist auch keine Stadt. Jetzt bin ich schließe die Frage. Keine Ahnung. In 3, 2, 1. Geschlossen. Dvorak ist ein Computer. Ende. Das und zwar eine Vernichtungswaffe. Eine unendliche Zustandsmaschine zur gezielten Nutzung und Manipulation von Informationen. Also ganz kleine Massenvernichtungswaffe. Ja. Das ist kein Netz. 30. A Plague Tale Innocence. Oh. Der kleine junge Hugo ist Träger der Prime-Mukula-Krankheit, die ihn Ratten kontrollieren lässt. Wie erwacht diese Kraft in ihm? Das ist auch eher so ein generisches Ahnung. Ding, sag ich mal. Ja. Der wurde von den Ratten bedroht und plötzlich merkte er, dass er die hat. Nee. Nee. Er wurde nicht von den Ratten bedroht. Jay. Der wurde von den Ratten gebissen. Nee, auch nicht. Die bekommen. Der hat nicht einen Spider-Man gemacht. Rattenmann. Jemand, der ihm nahesteht, wurde bedroht. Ja, das ist richtig. Und zwar seine Mutter. Ja, Jay? Ich habe auf den Tisch geschlagen. Komisch, dass dann sowas okay. auslöst. Frage 31. South Park, The Stick of Truth. Der Spieler, The New Kid, hat zum Schluss des Spiels einen einzigen Satz gesprochen. Okay. Welchen? Oh. War Stick of Truth der erste? Ja. Oder? Ich glaube schon. Aber ich weiß ja, nicht, ja, das andere, ja, das ist der erste. Der andere hieß anders. Fractured Butthole. Ah ja, stimmt. Was hatten wir am Ende nochmal gesagt? Der erste war so viel lustiger als der zweite. Oh, ich habe auch durchgespielt am Ende. Also das müsste ich wissen, aber ich weiß nicht. Diese Timmy-Szene, wo ihr euch bekeckt, ist immer noch aber nur geil. Ich weiß es leider nicht. Ja. Fuck you. Ne. Also jetzt schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen. Er hat gesagt, screw you guys, I'm going home. Und falls du noch nicht mitbekommen habt, Side-Information für alle da draußen, die Videospiele interessiert sind. Microsoft kauft Activision Blizzard. Wir gehen zu The Last of Us. Frage 32. Wie hat Joel seine Tochter verloren? Bitte. Oh, ja, scheiße. Peter? Das ist jetzt sehr belastend. Sie liegt in seinen Armen und wurde erschossen, während er sie schützte. Mhm. Bitte detailliert beschreiben. Weißt du, einfach nur so, während der Zombie aufstand oder so, das hätte halt nicht gereicht. Marvels Spider-Man, Frage 33. Wie heißt der Gangster-Boss, der sich Spider-Man als ersten Boss, Jay? Kingpin. Das ist richtig. Wilson Fisk. Nie gespielt, aber Kingpin. Sekiro, Shadows of Twice, 34. Frage. Von wem hat der einarmige Wolf Sekiro seine Armprothese erhalten? Na, Peter. Ja. Hau mal raus. Ja, jetzt kannst du glänzen. Nee, das ist kein Name, der hier steht. Das gebe ich als Tipp. Jay. Von dem Schmied. Nee. Tja, wie erkläre ich das? Ja, ich habe da natürlich. Nee, um Gottes Willen, aber die kriegst du ja direkt am Anfang. Ach so. Aber die kriegst du nicht vom Schmied. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja. Von den Dorfleuten, die dich auf diese Reise schicken. Nee, aber der war gut. Nicht ganz. Also schließlich die Frage in Peter. Pass auf, ja, da ist direkt in dem Gebäude, wo es dann richtig losgeht, ist so ein Dude, der ist die ganze Zeit am Schnitzen. Ja? Der ist am Schnitzen, okay. Der ist am Schnitzen.
Und also der gibt Schnitzer. Einem die Armbrust. Der Schnitzer. Der Schnitzer. Ich nenne ihn einfach mal der Schnitzer. Der Schnitzer. Der schnitzt da auf jeden Fall. Der sitzt da am Boden und schnitzt die ganze Zeit, glaube ich. Ja, aber laut Text schnitzt der nicht. Ach, und deswegen heißt der auch nicht Schnitzer. Fuck, der schnitzt nicht. Schnitzer ist ein Peter AC Schnitzer, die machen andere Sachen. Jay. Das ist der Schreiber. Der Schreiber. Der schreibt nämlich die ganze Zeit da was. Laut dem, was hier steht, schreibt er auch nicht. Aber sonst schließe ich die Frage gerne. In 3, 2, 1, Ende. Der haut nämlich, und zwar auf Bilder, der ist nämlich Bildhauer. Okay. Scheiße, steht, das hatte ich überhaupt nicht mehr so am Schirm. Hier steht vom okay. Bildhauer des alten und verfallenen Tempels. Okay, fuck. Gut, Resident Evil 7, Frage 35. Wie viele Personen saßen am Esstisch der Baker-Familie inklusive dem Spieler? Chris. 4. Hier ist nicht richtig. Jay. 5. Wow. Das ist richtig. Ups, nein, Peter. Sorry. Ja, ups. Jetzt wollen wir mitspielen, ne? 36. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Der Kampf gegen den Sniper The End ist einer der populärsten Bosskämpfe der Serie. Was passiert, wenn man mitten im Kampf speichert und das Spiel zu einem... Peter? Der stirbt. An Altersschwäche. Du kannst die Zeit vorspulen, einfach bei deiner Playstation und der stirbt. Der Boss stirbt an Altersschwäche. Das ist richtig. Okay, das ist lustig. Snake Eater ist fucking awesome. Hitman, 37. Frage. Unter welchem Namen ist Arthur Edwards in der Geheimorganisation Providence bekannt? Ja. Agent 47. Nee. Nice try, aber. Der hat keinen Namen. So. Hat er auch nicht, aber vielleicht kommt das ja. Aber es gibt noch einen anderen, ne? Als die Frau. Unter welchem Namen ist Arthur Edwards in der Geheimorganisation Providence bekannt? Und ich schließe die Frage. Jetzt sonst in 3, 2, 1. Ende. Es wäre die Konstante gewesen, oder The Constant. Falls ihr euch daran erinnert. Ganz schöner Scheiß. Konstante. Die Konstante. Wer ist Konstanze? Wir gehen zu Bloodborne. 38. Frage. Die imposante Stadt, die der Spieler besucht, ist durchzogen von gotischer und viktorianischer Architektur. Wie heißt diese Stadt? Mhm. Ja. Ja? Ich glaube, sie heißt... Ja. Furry Will. Nein. Night City. Okay, ich schließe die Frage. Hey, sie heißt nicht Furry Will, da glaube ich aber nicht. Ich glaube, die heißt Furry Will auf Chinesisch. 1. Geschlossen. Es wäre Yharnam gewesen. Yharnam, ja! Frage 39. Yes. In Yakuza Zero. Alter. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können 0 davon, kann ich dir jetzt schon sagen. Du kannst zählen. Also na, vielleicht kann man zählen danach, stell erst die Frage. Wir haben jetzt 20 Begriffe, die gelten würden. Ich muss nur einen einzigen hören davon und dann ist es richtig. Und dann ist es schon vorbei, ja? Achso, ja, Nani? Nee, Nani war nicht richtig. Scheiße. Und zwar, es gibt eine Vielzahl von Minispielen, mit denen man sich die... Ja, Peter? Bowling. Bowling wäre dabei und damit ist vorbei. Oh! Mit dem sich die Zeit vertreiben kann. Nenne eines. Ich hätte Mahjong gesagt. Mahjong wäre auch dabei gewesen. Oh. Was mit Karaoke? Das steht hier auch, ja. Masturbieren? Masturbieren habe ich nicht gefunden. Okay. Ja. Okay, Hellblade, Senua's Sacrifice. Nee, Senua's Sacrifice. Senua. Entschuldigung, Frage 40. Warum nimmt Senua die beschwerliche Reise in die Hölle auf sich? Ja, Peter. Das ist jetzt falsch, was ich sage. Aber weil die psychisch krank ist. Ich wollte gerade sagen, also... Warum drückst du denn dann? Ja, das Problem ist, in dem Spiel geht es quasi um dieses ganze Thema, aber das ist ja nicht die echte Antwort. Also das sind ja alles nur... Im übertragenen Sinne. Aber ich glaube, in dem Spiel geht es zwar darum, aber nicht wirklich. Also, schwierig zu erklären. Ist es real oder nicht Wirklichkeit? Ja, genau. Das ist nämlich die Frage. Warum nimmt Senua die beschwerliche Reise in die Hölle auf sich? Niemand?
Das habe ich auch nur angespielt. Das hat mich direkt abgefuckt, dieses Spiel. Das habe ich durchgespielt. Das war mega geil. Ich freue mich voll auf Teil 2, aber das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mal, welches Spiel das ist, worüber ihr redet gerade. Ich kann gar nicht mit irgendwas verbinden. Also hast du den Hellfire. Keine Ahnung, ey. Ich kenne Hellgate London. 3, 2, 1. Ich schließe die Frage, und zwar auch da wieder generisch, um die Seele ihres Geliebten zu retten. Die im Schädel steckt, die sie bei sich trägt, wäre eine Zusatzinformation gewesen, die keinerlei extra Punkte gebracht hat, aber ich wollte es mal erzählen. Okay, nice. Frage 41, Ghost of Tsushima. Jin kann frei nach Lust und Laune auf seiner Flöte spielen. Was passiert mit der Umwelt, wenn er ein Lied von, ja, Christian? Es fängt an zu regnen. Boah, das ist mir nah genug dran. Wenn er ein Lied von Anfang bis Ende spielt. Geil, das Spiel habe ich einmal gesehen. Nice. Nice one. 42. Alter. Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Oh, what? Wie viele Pokémon-Typen kamen in der zweiten Generation dazu? Jay. 2. Unlicht und Stahl. Nice, Alter. Stahl und Unlicht steht hier. Das ist halt die zweite Edition. Das ist falsch. Das ist falsch, ja. Falsche Reihenfolge. Frage 43. Shadow of the Colossus. Das war auch so ein Spiel, was mega gehypt war, gefühlt, dann ist das irgendwie untergegangen. Hab ich das ja, dann kam ja auch, das war ja PlayStation exklusiv, PlayStation 2 exklusiv damals. Bis, also da gab's, genau. Da soll mal ein Remake von kommen, wenn sich da vielleicht noch. Da gibt's ein Remake von. Da gab's ein Remake halt von. Für die PlayStation 3, glaube ich. Ja, und okay, danach gab's doch noch eins. Echt? Oder nicht? Nee. Dann ein Remaster. Ich stelle einfach mal die Frage, ja? Um den dritten Koloss, den einsamen Ritter Gaius, erklimmen zu können, muss man eines seiner Rüstungsteile zerstören. Welches? Und das hat einen bestimmten Namen. Es gibt nur 3 Begriffe, die ich gelten lasse. Ja, das ist jetzt nicht der Helm, ne? Also, ja, gut. Ja. Also deswegen, wenn ihr jetzt mit irgendwie generischem kommt, dann sollte das besser passen. Sonst ich weiß es nicht, aber ich will wissen, wie auf das Spiel released wurde. Okay, Peter. Knieschoner. Nee, das ist, steht hier nicht. Na, dann werde ich nicht weiter drücken. Scheiße, okay. Keine Ahnung. Mal. Okay, dann schließe also, keine Ahnung, Frage. Kann halt die Schulterplatte, kann die Brustplatte sein, das kann Schuh sein. Okay, ich schließe die Frage in 3, 2, 1, geschlossen. Die Beschreibung dafür ist, es ist ein steinerner Ring um seinen rechten Unterarm. Genannt wird es Handgelenkspanzer. Okay, never. Also, das ist tatsächlich dreimal rausgekommen. Das Ursprungsspiel für die PS2 war irgendwie 2006 in Deutschland. Und dann ist das für die PS3 nochmal 2011 rausgekommen. Und 2018 erschien ein Remake für die PlayStation 4. Oh, mein Fehler dann. Okay. Wir haben jetzt noch ein letztes Mal, glaube ich. Ja, wobei, wir haben ein weiteres Mal, sage ich, eine Frage, wo ihr öfter drücken dürft, ja? Mhm. Okay. Frage 4. Darksiders. Wie heißen die 4 apokalyptischen Reiter? Jay. Krieg. Krieg ist richtig. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Jay. Tod. Tod ist auch richtig. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Chris. Pest? Pest ist nicht dabei. Ich gebe frei in 3. Oh, Pest hätte ich auch gesagt. 1. Scheiße. Was hat denn nochmal Tod? Ja, Krieg? Das waren die beiden spielbaren Charaktere. Ja, genau. Tod und Krieg. Okay, ja, gut. Tod und Krieg, also Krieg hast du halt im ersten Spiel. Es sind halt die 4 apokalyptischen Reiter, aber Pest ist einer eigentlich. Hätte ich auch gedacht. Oh, das ist ein weiblicher Name. Fuck, was. Ja, das müsste ja dann die aus dem dritten sein, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ich habe 1 und 2 gespielt. Und 3 einmal kurz angespielt, das war ja wie Dark Souls. Ja, bitte. Hass. Oh, Hass könnte sein. Mal ganz kurz mal gucken, weil ich schlecht bin in Englisch, aber nein. Nein, nein, nein. Oh, wie? War das Knight? Nee, Knight ist nicht dabei. Fuck, wie war das denn? Das war doch so. Christian, jetzt auf jeden Fall diesen Charakter. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Greed? Ah, Gier, nein. Nein, nein. Nee, ich weiß es nicht mehr. Dann schließe ich die in 3, 2, 1, geschlossen. Fehlten noch Strife im Englischen oder im Deutschen der Hader, also wenn du mit etwas haderst. Und Fury oder Wut. Ja, Fury war das. Ja, Fury, stimmt, das war Fury. Frage 45. Divinity Original Sin 2. Wie heißt die fiktive Spielwelt der Divinity-Serie? Oh. Das weiß ich nicht. Das müsste ich eigentlich wissen, das habe ich gespielt.
Müsste ich auch wissen, habe ich auch keine Ahnung. Tja, keine Ahnung, weiß leider. Das. Dann schließe ich die Frage direkt. Wie heißt die von Elder Scrolls? Tamriel. Aventurien? Oder? Ne, Aventurien ist DSA. Tamriel kann sein. Tamriel, stimmt, Tamriel ist es. Ist das nicht auch D&D? Nee. Nee. Hoffentlich kommt die Frage. Ich glaube, das ist was eigenes. 3, 2, 1. Geschlossen. Es wäre Rivellon gewesen. Ah ja. 46. Für die müsst ihr einfach zehnfach sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendeiner gespielt hat. Hat jemand von euch Paper Mario gespielt? Natürlich nicht. Okay, Paper Mario, The Origami Kingdom. Als König Olli Mushroom Kingdom übernimmt, Mushroom Kingdom übernimmt, so rum, hat er das Schloss in Kreppband eingewickelt und weggetragen. Wo stellt er es wieder hin? Die Antwort ist sehr generisch, kann ich sagen. Christian. Am Ende der Welt. Nee. Jay. Auf sein Land. Nee. Nee. Sehr generisch. An einem anderen Platz? Ja. Auf einem Hügel. Oder Berg. Lass mir nagel noch dran. Auf einem Berg. 47. Ori and the Will of the Wisps. Im ersten Teil bekämpfte Ori die Eule Kuros. Wie heißt ihr Kind, welches Ori bei sich aufnimmt? Namen. Im ersten Teil bekämpfte Ori die Eule Kuros. Wie heißt ihr Kind, welches Ori bei sich aufnimmt? Das ist die Frage, die wir gerne wissen möchten. Und niemand möchte antworten. Genau. Ja, oh, Zoruk. Doch, hier. Was? Zoruk? nee. Zoruk. Das war Kaum sehr... gedreht. Ja, ich weiß, das war Nien. Ist die Antwort da drauf, finde ich, leider. Ich schließe die Frage ansonsten in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Es wäre natürlich, wenn der Feier oder die Mutter Kuros heißt, heißt das Kind natürlich nur Kuh. Wie auch sonst. Na klar. Frage 48. Mafia 3. Der Protagonist Lincoln trifft auf den Protagonisten aus Mafia 2, der nun deutlich gealtert ist. Wie heißt dieser? Oh Gott. Okay, wie heißt der Protagonist aus Mafia 2? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Johnny oder so. Ja. Vito. Das ist richtig. Alter! Oh nein! Er hat einfach direkt den italienischen Namen genommen! Der heißt, ich hab nie einen Mafia 2. Der heißt Vito Scaletta. Nice, Alter. Nice, Jay. Alter, what the fuck? Ich drück mal Vito. Ende. Gut. Frage 49, die vorletzte. Beyond Good and Evil. Als was arbeitet Jade, die eine Verschwörung der Alpha-Abteilung, das ist doch Peter? Spielt, oder? Ah, doch, Peter. Die arbeitet als Fotografin/Journalistin. Mhm. Ja, ist richtig. Ich stehe als Reporterin, aber das ist krass. Nah genug dran. Das hatte ich von 99 oder? Ja, ich habe das auch nicht gespielt, aber schon ein bisschen was von gehört. Und die letzte Frage: 50 zu Dishonored. Was versteht man unter die toten Aale? Ja, nicht Peter, Christian. Wurfmesser. Nee. Ja. Das ist eine Bande. Die Bösen. Das ist eine Bande des Bösen. Sie reagiert über den Hafen von Dunwall. Ja. Okay. Krass. Was für ein Scheißname. Ja. Das ist wirklich ein Scheißname, ja. Bei Dishonored musst du ja die Leute da umbringen, deswegen. So, und das war's mit 50 Fragen. Damit gewinnt Peter mit 93 zu 75. Peter hat aber auch das meiste gewusst, muss man sagen. Und ja, ich habe auch, also 9 Punkte habe ich selber gemacht. Also immer. Es war aber auch wirklich schwer, weil also ich glaube, 33% der Spiele oder so haben wir jeweils gespielt oder so gefühlt. Das war teilweise ewig her. Ja. So. Ja, aber schwer war definitiv. Aber mal informativ. Judy, dann bedanke ich mich vielmals für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.